Also ich persönlich stelle mir meine Beisetzung schon etwas pompöser vor, mit vielen Menschen, schöne Reden und zusammengefalteter Flagge auf dem Sarg. Schwarz-rot-goldene Husumer Flagge. Mit großem Polizeiorchester. Deutsche Nationalhymne oder Husumer Hai? Moment, ich werde morgen 55, das ist doch noch kein Alter. Es ist nie zu früh, an die letzte Reise zu denken. Ich will nicht, dass mein Name in deinem grässlichen schwarzen Buch steht. Vor mir sind erstmal noch ein paar andere dran. Was ist das? Der ist hinüber. Und jünger als du. Ein Präsentkorb. Ein Präsentkorb mit Nordseespezialitäten. Krabbensalat, Rum, Sanddornkonfitüre, rote Grütz. Das ist rote Grütze. Wie originell. Was hat der Chef letztes Jahr zum Geburtstag bekommen? Ein Präsentkorb mit Nordseespezialitäten. Das hat sich hier so eingebürgert. Das kennt der Chef auch nicht anders. Ich meine, wenn Ihnen etwas Originelleres einfällt, dann können Sie das gerne besorgen. Wissen Sie was? Hm? Das mache ich. Wir haben aber nur 80 Euro. Oh, und so viel kostet schon der Präsentkorb. Gut, dann werde ich versuchen, meinen Vorschlag kostenneutral zu halten. Rote Grütt, das klingt wie irgendwas, wo Wattwürmer drinnen leben. Es ist apokalyptisch. Jetzt fallen in Husum die Toten schon vom Himmel. Na, Chef, schon ein bisschen vorgefeiert. Vorsicht, Reik. John, sagt dir der Name Jakob Niehüs was? Der Immobilienmakler. Was ist mit ihm? Wer hört mir denn hier überhaupt einer zu? Der ist gerade tot vom Himmel gefallen und mit einem Fallschirm direkt in einen Sperrmüllcontainer eingeschlagen. Vor dem Bestattungsinstitut deines Vaters. Ist nicht wahr. Ja, glaubst du, ich denke mir sowas aus? Und ich hatte gedacht, ich könnte mein Wiegenfest in aller Ruhe feiern. Naja. Dann nimmt doch was. Als Bestatter erlebt man ja einiges, aber dass einem ein Kunde sozusagen in den offenen Sarg springt. Da gewöhne ich mich mal besser nicht dran. Schau mal hier, keine übernatürliche Beweglichkeit. Das heißt, an einem Genickbruch ist er schon mal nicht gestorben. Probier mal. 800 Sprünge, 30 allein in diesem Jahr. So einer bricht sich doch nicht in den Hals bei einer Landung. Geht doch. Raus! Raus! Morgen auch bei der Berufswahl. Das war nicht nett. Fluglizenz hat er auch. Gültiges Sprechfunkzeugnis 2 für den Flugfunkdienst. Verstehe ich nicht. Warum springt so jemand wie dieser Niehus mitten über Husum aus dem Flugzeug? Und warum gibt er zwischen Himmel und Erde den Geist auf? Herzinfarkt? Das hier könnte ein Grund sein. Ich schätze, wir haben die Täterin. Dürfte ich meine Pinzette haben, bitte? Es gibt ja zwei Möglichkeiten, an einem Insektenstich zu sterben. Danke. Das eine ist eine Blockade der oberen Atemwege. Stichen in Hals- und Mundraum. Das andere ist ein schwerer anaphylaktischer Schock mit Herz- und Kreislaufversagen. Ich hatte mal einen Sargträger, weißt du noch? Der hatte eine Insektenstichallergie. Der ist mitten in der Trauerrede gestorben. Biene. Grabwespe. Grabwespen? Sowas gibt's? Gibt's. Ihr Opfer liegt auf dem Klosterfriedhof. Feld B, Reihe 19, warte mal, Grab 4. Gutes Gedächtnis. Hat sich nicht vererbt, hm? Das hier dürfte die Einstichstelle sein. Reik, fährst du bitte zum Flughafen? Das schafft der. Der Fall ist so gut wie gelöst. Schlechte Hütte, ne? Insektengitter an allen Fenstern. Ja, das ist richtig. Herr Niehus hatte eine Insektenstichallergie.
Ich nehme an, er hat immer Medikamente am Mann für den Fall der Fälle? Ja, ohne seine Notfallapotheke ist er nicht aus dem Haus gegangen. So eine Handgelenkstasche. Dass Ihr Arbeitgeber tot ist, geht Ihnen aber nicht so an die Nieren. Darf ich? Bitte. Über Tote soll man ja nichts Schlechtes sagen. Ja. Ziehen Sie mal richtig über ihn her. Gerne. Herr Nihus war ein Ekel. Zu seinen Kunden war er stinkefreundlich. Die hat er sogar mit dem Flugzeug durch die Luft kutschiert, damit sie mal von ganz oben sehen, wie schön Husum ist. Aber ansonsten schnoddrig, arrogant und geizig. Er hat mir noch nicht mal was zum 10-jährigen Dienstjubiläum geschenkt. Nee. Ja. Was hätten Sie sich denn gewünscht? Naja, was Nettes halt. Ein Präsentkorb vielleicht mit Nordseespezialitäten. Mit Nordseespezialitäten? Also wenn Herr Nihus so ein Ekel war, warum haben Sie dann für ihn gearbeitet? Ich bin alt und brauche das Geld. Dafür, dass Nihus Allergiker war, sind aber ganz schön viele Bienen. Ja, drüben auf der anderen Seite vom See haben wir einen Imker. Da wird ein Pilot von der Killerbiene abgestochen. Und wir ermitteln jetzt den Imker. Naja, vielleicht hat jemand in böser Absicht die Biene in der Pilotenkanzel deponiert. Vielleicht hat auch jemand die Biene zum Töten abgerichtet, wie ein Kampfhund. Sie trauen ihren Leuten hier alles zu, ne? Wenn Sie wüssten. Und die ist bitte hier. Ja, 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 ja. Au, 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 das tut aber weh. Tag. Moin. Hallo. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Sie könnten das junge Fräulein fragen, wann Ihr Patient wieder vernehmungsfähig ist. Meine Kollegin Hauptkommissarin Nora Neubauer, Jon Petersen und Sie sind? Sie wollen Opa Hannes verhören? Wieso das denn? Von dem Verhör kann nicht die Rede sein. Wir möchten ihm ein paar Fragen stellen. Ich habe Ihren Namen eben nicht richtig verstanden. Habe ich aber noch nicht gesagt. Stimmt. Trigo Heuer, ich bin die Mutter von Frau Doktor. Hallo, gehören Sie zur Familie? Nicht direkt. Ich miete ja seit ein paar Jahren die Ferienwohnung. Oh, das wundert mich aber, dass wir uns danach gar nicht über den Weg gelaufen sind. Sag mal, du bist doch der Junge von dem alten Petersen, der Polizist. Moin, Hannes. Ja, den kenne ich schon. Der war noch ein bisschen kleiner. Meine Kollegin Nora Neubauer. Guten Tag. Was wollt ihr denn von mir? Honig kaufen? Nein, Sie könnten uns gerne mal Ihre Bienen zeigen, Herr Gutzett. Wieso? Und es war eine von meinen Bienen? Wir wissen noch nicht, ob es eine Biene aus Ihrer Zucht war, aber das werden wir feststellen können. Anhand der Fahrgestellnummer. Wir bräuchten eine tote Biene aus Ihrem Volk für einen DNA-Abgleich. Ja, und wenn es tatsächlich eine von meinen Bienen war, kriege ich da Ärger? Ja, das kommt ganz drauf an. Der Nihus, der wusste ganz genau, dass es ein paar Häuser weiter, dass es da einen Imker gibt. Der hat mir ja selber gesagt, dass er für den Notfall immer sein Adrenalinspray bei sich hat. Ja, und diese Cortison und dieses Antihistamin-Trinklösung. Das heißt, du wusstest, dass er eine Insektenallergie hatte? Und ob ich das weiß? Die hat doch meine Bienen gerichtlich verfolgt. Die hat sie mir doch verbieten lassen. Zum Monatsletzten, da hätte ich mein Volk umsetzen müssen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Katastrophe für Bienen. Ich sag's mal so, dann haben Sie jetzt ja ein Problem weniger. Verdächtigen Sie Hannes? Er hat vom Tod seines Nachbarn profitiert. Das tun wir doch auch. Zwei Gläser Honig. Sind schon Leute für weitaus weniger umgebracht worden. Und außerdem ist sein Honig gut. Ja, Kim! Hey! Wie? Ach, du kommst nach Husum. Natürlich kannst du bei mir schlafen. Meine Freundin ist nicht da. Ja, wirklich auch. Wir haben das ganze Wochenende für uns. Ja. Nein, großartig. Kim, ich bin hier gerade mitten in Ermittlung. Und ich arbeite eine neue Kollegin ein. Ich freue mich. Alles klar, bis morgen. Ciao. Ich habe die perfekte Geschenkidee für den Chef. Einen Tandem-Fallschirmsprung. Der absolute Kick. Für 199 €. Naja, wenn sich erst einmal herumspricht, dass in Husum die Fallschirmspringer abstürzen.
Fallen auch die Preise. 100 Pro. Ach ja. Jakob Nihus hat am Mittwoch sein Notfallkit komplett neu bestückt. Adrenalinspray, Antihistamin- und Cortison-Trinklösung. Und eine Kopie des Kassenbons aus der Theodor Storm Apotheke über 123 Euro. Hat sich Reik eigentlich schon vom Flughafen gemeldet? Jetzt haltet euch fest. Nihus ist um 10.30 Uhr gestartet am Steuer eines Kleinflugzeuges. Und in weiblicher Begleitung. Frau Lange, wie war nochmal der Name der Dame? Christiane Jensen, Steuerberaterin in Friedrichshafen. Ja, von der Frau gab es bislang keine Spur. Und jetzt gibt's eine? Ja, keine Ahnung. Hilfe! Jetzt! Reik ist am Telefon. Sie haben die Frau gefunden. Im Schobüler Wald. Wiebke, das muss in die KTU. Machst du mal Freisprecher, nicht? So, Reik. Die Lage hier vor Ort ist dramatisch. Grusame Feuerwehr und ich sind jetzt dabei, das Opfer zu bergen. Ja, Reik, mal hin! Frau Jensen und Herr Nihus haben sich vor einer Woche geschäftlich kennengelernt. Frau Jensen sucht ein kleines Haus an der Küste mit Einbauküche, Küche, Carport und aber kein Laminat. Ach du, ich habe einen Freund in der Theodor-Storm-Gesellschaft. Der will eins loswerden, weil er seit 3 Jahren Marder im Dach hat. Marder im Dach? Ja, du sagst es. Wie viel Provision kriegt eigentlich so ein Marder? Leute, zieht mal an hier, die Frau will gern runter, ja. Bitte. Ja, Frau Jensen hat Herrn Nihus heute früh gegen 9 abgeholt mit einem Picknickkorb, der Kaffee und einen Blechkuchen enthielt, den Frau Jensen selbst gebacken hat. Ja, also mehr konnte ich aus der Frau jetzt noch nicht rausbekommen. Meiner Diagnose nach steht sie unter Schock. Das ist die Biene, die Nihus auf den Düsen hat. Yep. Und das? Eine Biene aus dem Stock vom Nachbarn des Toten. Sollten beide Tiere von derselben Bienenkönigin abstammen, dann hätten sie auch dieselbe Erbgutsequenz. Und das soll die Rechtsmedizin jetzt feststellen? Ja, ich habe die Kollegin Kiel schon angerufen. Wenn Sie den hier holen, nehmen Sie die hier gleich mit. Hallo. Was machst du denn hier? Ich habe Klaas gebeten, mir bei den Hausaufgaben zu helfen. Aha. Und welches Fach? Deutsch. Ich muss ein Porträt schreiben über einen interessanten Husumer. Und ich kenne ja sonst keinen. Klaas, das ist sehr nett, aber mir wäre es lieber, sie wird sich in ihrer Freizeit nicht ausschließlich mit Toten beschäftigen. Ich bin noch sehr lebendig. Ich habe sogar noch einen Puls. Und über wen schreibst du jetzt? Vielleicht über Jon? Ich dachte, das soll ein interessanter Husumer sein. Wiebke, tust du mir einen Gefallen, reservierst du mir für morgen Abend 2 Plätze in Mesofia? Danke. Auf welchen Namen? Mein. Und der zweite Name? Kim. Seit wann braucht man für eine Reservierung 2 Namen? Aus dem Haus tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Wie bitte? Jon will morgen Abend mit einer gewissen Kim italienisch essen gehen. Wer zum Teufel ist diese Kim? Eine neue Freundin? Keine Ahnung. Oder eine alte Geliebte? Dazu liegen mir keine Informationen vor, Wiebke. Jon war noch nie ein Kind von Traurigkeit. Ich frage mich, wie lange das mit ihm und seiner Maike noch hält. Was ist das denn? Ein Gutschein für einen Tandem-Fallschirmsprung. Ob der Chef sich darüber freut? Der hat sich zu freuen. Und die Kosten? 20 Euro. Die überrappe ich selbst. Na dann. Was ist denn mit meiner Zeugin, mit der Steuerberaterin? Die verhört der Chef gerade. Na dann. 130 Quadratmeter, gut gepflegt, Reetdach, Blick aufs Meer, 220.000 Euro, zuzüglich 12% Maklergebühr, ein Schnäppchen. Da will ich aber auch ein lachendes Gesicht sehen, Frau Jensen. Haben Sie auch die illegalen Dachbewohner erwähnt? Und den Geruch nach Marderurin und Beuteresten, der sich durchs ganze Haus zieht. Frau Jensen, wie geht es Ihnen? Danke. Ich bin schon wieder. Geht mir gut. Können Sie uns denn schildern, was im Flugzeug passiert ist? Wir waren gerade über dem Beltringhager Krug. Da hat mich Herr Nihus gefragt, ob ich ihm einen Kaffee aus der Thermoskanne geben kann.
Also habe ich den Picknickkorb geöffnet. Und da schwirrte plötzlich ein halbes Dutzend Bienen durchs Cockpit. Ein halbes Dutzend? Nils wurde ziemlich nervös. Er hat um sich geschlagen und dann ist er auch schon gestochen worden. Und sein Notfallkit? Das Spray war leer und die Flasche mit den Trinklösungen auch. Und dann hat er gemeint, dass wir abspringen müssten, weil er es nicht mehr schaffen würde zu landen. Und dann hat er so einen roten kleinen Hebel gezogen. Und dann ist die Cockpit-Tür weggesprengt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich müsste sterben. Ich habe die ganze Zeit nur geschrien. Haben Sie denn irgendwelche Erfahrungen mit Fallschirmspringen? Also mich würden keine 10 Pferde dazu kriegen, aus einem Flugzeug zu springen. Auch nicht mit einem Fallschirm? Auch nicht mit einem Fallschirm. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen. Sie haben uns sehr geholfen, Frau Jensen. Aber eine Frage habe ich noch. Haben Sie eine Ahnung, wie die Bienen in den Picknickkorb gekommen sein könnten? Es war ja immerhin ein halbes Dutzend. Der Korb stand eine ganze Weile im Garten. Die Abfahrt hat er sich ein bisschen verzögert. Weil er jetzt noch einen dienstlichen Anruf bekam. Okay, und in dieser Zeit war der Korb unbeaufsichtigt. Wissen Sie, was das für ein Korb war? Kennen Sie den Hersteller oder die Marke? Es war ein Picknickkorb Nordseetraum. Vollweide mit Ledergriff. Super. Kannst du mir so einen besorgen? Ich werde es versuchen. Danke. Ich bringe Sie noch zu Ihrem Wagen, Frau Jensen. Picknickkorb Nordseetraum. Vollweide mit Ledergriff. Wer will denn hier ein Picknick veranstalten? Nora. Aha. Und mit wem? Ich weiß nicht. Vielleicht mit dir. Bist ja Strohwitwer. Ach nein, das geht ja nicht. Du verbringst dein Wochenende ja schon mit Kim. Weiß deine Freundin eigentlich davon? Es fällt mir manchmal sehr schwer, dich einzuschätzen. Vor allem, was dein Privatleben angeht, bist du sehr verschlossen. Und das wird auch so bleiben. Was machst du denn hier? Kannst du mir mal ein bisschen bei meinen Hausaufgaben helfen? Frau Kommissarin, was war Immobilienmarker Jakob Nius für ein Mensch? Mimi, du machst dein Porträt nicht über einen taufrischen Toten. Mitgeschnitten? Wieso denn nicht? Morbide? Ich weiß nicht mehr, was das heißt. Dann schlag's im Wörterbuch nach. Hi. Moin. Hauptkommissar Petersen, glauben Sie, dass Jakob Nius glücklich war? Schwer zu sagen, Mimi. Oberflächlich gesehen war er zumindest sehr erfolgreich. Großes Haus, dickes Auto, eigenes Flugzeug. Hoffen, Kohle zu haben, heißt doch nicht, dass man glücklich ist. Stimmt. Aber was ist denn eigentlich Glück? Freunde? Liebe? Das Gefühl, nicht nur für sich da zu sein, sondern auch mal was für andere zu tun? Und genau das war nämlich sein Problem. Unser Immobilienmakler hatte da so ein paar Defizite. Und wenn du mich fragst, es ist verdammt schwierig für einen Egoisten glücklich zu sein. Ich hab sie! Ich hab die Flugzeugtür. Lass mich raten. Sie lag ungefähr 2000 Meter nord-nordost von der Stelle, wo die Fallschirmspringerin gefunden wurde. Woher? Die Maschine kam vom Beltringhager Kog in Richtung Schobühlerwald. Irgendwo auf dem Weg hat Nihus die Flugzeugtür abgesprengt. Sonst nichts. Wie sonst nichts? Naja, zum Beispiel eine kleine Handgelenktasche. Irgendetwas, was kleiner ist als ein Scheunentor. Wir mussten die Suche abbrechen, die Lichtverhältnisse waren zu schlecht. Naja, jetzt wo wir die Gegend wissen, können wir ja einen Nachsuchtrupp schicken. Da würde ich allerdings vorschlagen, wir nehmen doch besser den Kreisfeuerwehrverband Nordfriesland. Die haben nämlich Top-Suchhunde. Gute Arbeit. Moin, moin. Moin. Was ist das denn? Scheunentor. Reif, Sie vergreifen sich schon wieder im Tod.
Entschuldigung, Chef, das ist die Tür vom Flugzeug von Jakob Nihus. Ja, und wo ist das dazugehörige Flugzeug? Ich habe keinen Schimmer. Falsche Antwort, Reik. Wenn Sie später als Kommissar völlig im Dunkeln tappen und solch eine Frage kommt, dann heißt das, wir verfolgen eine vielversprechende Spur, zu der wir aus ermittlungstaktischen Gründen zurzeit leider keine Angaben machen können. Merken Sie sich das. Sie haben noch viel zu lernen. Ich will ihn bei der Besprechung dabei haben, ja? Also, John, fass nochmal zusammen. Was haben wir? Immobilienmakler Nihus hatte laut Rechtsmedizin einen Herz-Kreislauf-Kollaps nach einem Bienenstich im Cockpit seines Kleinflugzeugs. Wozu es nicht gekommen wäre, wenn nicht jemand sein Notfallkit sabotiert hätte, was Nihus immer bei sich führte. Adrenalinspray, Cortisonanziehhistamine. Sehr gut, Reike. Täterhypothesen. Also was für? Was wir wissen ist, dass Nihus seine Putzfrau wie den letzten Dreck behandelt hat. Dann gibt es noch den Nachbarn des Toten, dem Nihus die Bienenzucht gesetzlich verbieten ließ. Ja gut, aber die Putzfrau wäre ohne Probleme an die Medikamente rangekommen. Der Picknickkorb, mit dem die Bienen an Bord des Flugzeuges gelangt sind, stand eine halbe Stunde unbeaufsichtigt im Freien, weswegen theoretisch das Zeitfenster für den Imker auch groß genug gewesen wäre. Ach, hätte, wäre, wenn, große Zeitfenster, kleine Zeitfenster. Mit Spekulation kommen wir überhaupt nicht weiter. Ich brauche etwas Konkretes. Adrenalinspray, Cortison, Antihistamin, Trinklösung. Sehr gut, Reik. Valide, belastbare Fakten. Versteht ihr, begreift ihr? In diesem Sinne, auf ein neues bis morgen früh. Fliegen, Fallschirmspringen, grässliche, unnütze Künste. Da wird man schnell ein Fall für das grässliche schwarze Buch von Klaas Patterson. Habt ihr das gehört? Aber ja. Wiebke, kann ich noch mal den Präsentkorb sehen? Ja. Okay. Was haben wir denn da eigentlich? Oh ja, Gutschein für einen Fallschirmsprung. Netter Versuch. Ach, wissen Sie was? Ich beteilige mich dran, hält die Verluste in Grenzen. Danke, John, aber... Nehmen Sie ruhig. Wäre nicht ganz unschuldig an dem Malheur. Nichts zu tun? Naja. Wer ist der beste Zimmermann? Der Sargbauer. Er baut Häuser für die Ewigkeit. Deine Hamlet-Adaption kenne ich, seit ich so bin. Ja, und ich hatte immer gehofft, dass du den Laden übernimmst. Ja. Und das höre ich, seit ich so bin. Soll ich euren Jungen in die Schule nehmen? Wen? Reich. Mit den Toten ist das so wie bei der Seefahrt. Zuerst kotzt du dir die Seele aus dem Leib und dann... Ja, wenn das hier die Seefahrt ist, dann bist du Kap Horn. Da muss er rum. Sag mal, hast du an die Blumen für Henrichs Geburtstag gedacht? Ja, die stehen im Kühlraum. Ja, Eiche poliert, 1400 Euro. Die Mutti des teuren Toten lässt sich nicht lumpen. Cheers, Jakob. Grüß deinen Vater von mir. Ich habe einfach noch zu wenig Informationen über diesen Jakob Nihus. Was ist eigentlich für ein Name, Nihus? Na, ich denke mal, das heißt einfach Neuhaus auf Norddeutsch oder Platt oder was auch immer. Casanova. Richtig. Casahaus Nova Neu. Hat sich der italienische Unterricht doch gelohnt. Wenn der Typ Italiener gewesen wäre, hätte er Casanova geheißen. Weißt du, was die Pointe ist? Nihus war wirklich ein richtiger Frauenheld. Wobei, Held trifft's nicht wirklich, eher ein Frauenkonsument. Wie so ein richtiger Player. Jede Woche eine andere im Bett, ohne sich mal richtig zu verlieben. Ja, kann man wohl so sagen. Sag du mir bitte mal, warum es sich lohnt, über so jemanden zu schreiben. Weiß ich auch nicht. Ich dachte, es wäre interessant. Und John, wie ist der so drauf? Das ist schwer zu beschreiben. Irgendwie habe ich das Gefühl, er ist immer in so einer Art Flirtmodus.
Das muss auch nicht heißen, dass er nicht treu ist. Nur, dass er gern flirtet. Das stimmt. Dass er Frauen mag. Ja. Mich mag er. Aber unsere Freundschaft ist rein platonisch. Na Gott sei Dank. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Chef. Happy Birthday to you. Danke, 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 meine Lieben. Das ist ja wirklich eine Riesenüberraschung. Eine kleine Aufmerksamkeit vom Team, Chef. Oh, ein Präsentkorb mit Nordsee-Spezialitäten. Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Viele schöne Jahre noch. Ja. Danke, Fräulein Hoge. Danke, danke, danke. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich... Naja, wollen wir es jetzt mal nicht übertreiben, nur kein Personenkult. Wir sind ja schließlich nicht in Nordkorea. Zum Wohl. Auf Ihr Wohl. Dieses Jahr gibt es aber noch eine kleine Zusatzüberraschung. Wirklich, Frau Neubauer? Was ist das denn Schönes? Ui, ein Gutschein. Für einen Tandem-Fallschirmsprung. Und freust du dich? Ja, sicher. Das ist ja wirklich ein originelles Präsent, ist das. Ein Gutschein für einen Fallschirmsprung. War das Ihre Idee? Jon und ich haben zusammengelitten. Was hätte ich mir denken können? Aber keine Angst, Chef. Bei diesem Sprung werden Sie von einem speziell lizenzierten Fallschirmlehrer begleitet. Angst? Wer sagt denn, dass ich Angst habe? Was war das denn? Die Wahrheit. Jakob Nihus, Porträt eines Husumer Mordopfers von Emilia Neubauer. Das ist mein Heft. Ja, und das ist mein Sohn, der hier für deine Schreibübung herhalten muss. Jakob Nihus war ein erfolgreicher Mann, aber war auch glücklich? Wohl kaum. Wie kann ein Mensch glücklich sein, der nur für sich lebt? Ohne einem anderen Menschen Liebe zu geben. Ist das auf deinem Mist gewachsen? Ich versuche, Ihren Sohn zu verstehen. Frau Nihus, haben Sie als Mutter versagt? Siehst du diese Falten hier? Als die ersten zu sehen waren, hat mich Jakobs Vater verlassen. Jakob war damals 12. Wir haben ihn gefragt, bei wem er leben will. Er hat sich für seinen spendablen Vater entschieden und ist mit ihm nach Monte Carlo gezogen. Von da an war mein Einfluss auf meinen Sohn gleich null. Das änderte sich auch nicht, als Jakobs Vater bei einer Oldtimer-Rallye tödlich verunglückte. Noch Fragen? Erstmal nicht, danke. Frau Nihus, mein Beileid. Ich bin Klaas Petersen, der Inhaber dieses Instituts. Ich habe notiert, wie ich mir die Beisetzung vorstelle. Ich erwarte Ihr Angebot bis heute Abend. Das Angebot Ihres Konkurrenten wird dann auch da sein. Guten Tag. Guten Tag. Süßer Jesus, hilf. Das ist vielleicht ein harter Brocken.
Ich bin echt gespannt, wie der Chef seinen Kopf aus der Schlinge ziehen wird. Wieso? Der wird kneifen. Er wird springen? Niemals. Oh, ich habe die Kamera im Wagen vergessen. Sieht denn aus? Stellen Sie bitte den Kuchen wieder in den Korb. War der nur zum Angucken? Was glauben Sie, warum ich den Picknickkorb mitgebracht habe? Keine Ahnung, vielleicht so eine Art Berliner Charmoffensive. Charme bitte wie? Naja, ein Arbeitsfrühstück mit Bienenstich und Kuchen. Übrigens, großartige Idee, Bienenstich. Wir futtern Kuchen, diskutieren den Fall, kommen uns näher. Oh, Sie denken... Eigentlich lasse ich mich ungern von Frauen überrumpeln, aber bei Ihnen... Jon. Wenn ich sie hätte verführen wollen, dann hätte ich Nordsee-Spezialitäten eingepackt. Okay. Das heißt, das ist wirklich nur zum Bienenfüttern. Falls die es in einer halben Stunde bis in den Korb schaffen, ja. Dann gehe ich noch mal zu Silke Heuer. Und Sie sprechen mit Nihus Mutter. Ja, ich meine, wir können auch tauschen. Mir ist gerade was ganz Blödes passiert. Ich habe aus Versehen den Gutschein für den Tandem-Fallschirmsprung zerschreddert. So ein Pech. Ja, wie gewonnen, so zerrer. Dörte war in den ersten Jahren viel krank. Sie hat mehr Zeit mit Ärzten verbracht als mit anderen Kindern. Moin. Sie haben es ja aber gemütlich. Sie war nicht da. Wollen Sie auch so einen? Ein andermal gern, aber lassen Sie sich von mir nicht stören. Jetzt ist sie aber wieder auf dem Damm? Ja, immer wenn wir hier im Meer sind, da blüht sie richtig auf. Was machen Sie denn beruflich? War das jetzt eine indiskrete Frage? Nee, ich arbeite als Kellnerin. Und ich überlege wirklich, ob wir nicht herziehen sollten. Opa Hannes hat uns die Ferienwohnung auf Dauer angeboten. Für kleines Geld. Na bitte. Was machen Sie denn wirklich beruflich? Ich arbeite in einer Table Dance Bar. Und zwar nicht als Kellnerin. Das ist doch kein Weltuntergang. Dörte kommt nächstes Jahr in die Schule. Und wenn die Kinder fragen, was macht denn deine Mama? Ja, eben. Also ich würde mich freuen, wenn ich sie öfter hier sehen würde. Husum braucht gute Kellnerin. Hallo, Herr Gutzeit. Wir haben eben erfahren, dass Frau Hoja und ihre kleine Tochter bald dauerhaft bei Ihnen einziehen werden. Das ist richtig. Und warum nicht? Die beiden sind mir ans Herz gewachsen. Und außerdem war es in diesem Haus schon viel zu oft viel zu still. Wir müssen. Ja, Hannes, da wollen wir mal gucken, was deine Bienen so drauf haben. Nicht schlecht. Das ist ja mindestens ein Dutzend. Okay, ich hab sie. Jetzt aber raus da. Die lassen Ihnen schon noch was übrig, Jon. Ich weiß doch, wie es läuft. Moment mal. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Wir können nicht beweisen, dass jemand den Picknickkorb mutwillig mit Bienen bestückt hat.
So ist es. Wir können aber auch nicht ausschließen, dass jemand Bienen in den Korb gesperrt hat. Also, im Grunde genommen nicht. Es könnte Hannes gewesen sein oder Elik Düver, die Putzfrau. Zumal wir jetzt wissen, dass die Killerbiene aus dem Stock von Gutzeit stammt. Ja, und nun? Wie wollen Sie denn nun den Mörder finden? Jetzt mal ruhig, Chef. Als der Nihus ans Steuer seines Flugzeugs gestiegen ist, da war er sich ganz sicher, dass er ein aufgefülltes Notfallkit bei sich hat. Adrenalinspray, Antihistamine, Cortison. Und wenn wir jetzt die Person finden, die das Spray und die Fläschchen mit den Trinklösungen geleert hat? Haben wir den Täter. Hervorragend, Reik. Weiter so. Ja, der Junge hat Zukunft. Jo, und das ist alles nur eine Frage des richtigen Lehrmeisters. Ich werde mich von nun an intensiver und persönlich um Sie kümmern. Ja, Arbeit heißt das Zauberwort. Was mache ich nur falsch? Versuch mal mit einer neuen Frisur. Sag mal, irgendwie wächst du gerade bei allen Vaterinstinkte. Na, bei Ihnen ja wohl nicht. Bei meinem Vater schon. Der will mit dir um Kap Horn segeln. Warum war der Chef eigentlich gerade so super gut gelaunt? Das kann ich dir sagen. Er hat seinen Gutschein zerschreddert. Nein, wusste ich doch, dass der kneift. Nein, er springt. Ihre 10 Euro? Okay. Halt dich. Was wird eigentlich mit dem Picknickkorb? Kann ich mir den zum Wochenende mal ausleihen? Für ein Picknick mit Kim. Vielleicht. Sonnenuntergang, Rotwein, leise Musik aus einem Grammophon. Wer weiß, was da alles passiert. Passen Sie nur gut auf die Bienen auf, Jon. Reik! Ja. Jakob Nihus Leben könnte uns Anlass geben, über uns selbst nachzudenken. Was wollen wir in unserem Leben erreichen? Ich glaube nicht an Gott, aber ich habe im Netz eine Sache von Jesus gefunden, die ich richtig finde. Er hat gepostet: Was nützt es uns, wenn wir die Welt gewinnen, aber unsere Seele dabei Schaden nimmt? Ich habe mich entschieden. Sie werden meinen Sohn unter die Erde bringen. Ihrem Konkurrenten, diesem Herrn Torwald, sage ich ab. Ich danke Ihnen für das Vertrauen. Unter einer Bedingung. Diese junge Dame hier wird die Trauerrede halten. Echt? Cool, das muss ich gleich Mama simsen. Welches Honorar haben Sie für den Trauerredner eingeplant? 120 Euro. Sagen wir 100. Eine Hälfte jetzt und die andere bei Lieferung. Und dieser Jesus-Spruch, der kommt auf den Grabstein meines Sohnes. Dann hast du was zum Nachdenken, Junge. Wenn Nihus nach Hause kam, wo legte er dafür gewöhnlich seine Handgelenktasche hin? Drüben auf die Kommode. Und nachts? Auf dem Nachttisch neben seinem Bett. Hatte Herr Nihus seit Mittwoch Gäste? Klienten, Bekannte, Freunde, irgendjemand, der die Handgelenktasche mitgenommen haben könnte? Am Mittwoch muss eine Frau hier gewesen sein. Was für eine Frau? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nur, dass er am Mittwoch Sex hatte. Am Donnerstagmorgen beim Bettwäschewechseln, da habe ich... Moment mal. Die sind ja so. Wen könnte der Nihus in Hamburg gekannt haben? Als Immobilienmakler kennt er in Hamburg wahrscheinlich einige Leute. Wieso? Weil er hier am Dienstagabend eine Hamburger Nummer notiert hat. Darunter Cindy und ein Fragezeichen. So, das habe ich am Donnerstagmorgen unter dem Bett gefunden. Hui. Das hier haben wir in Jakob Nihus Schlafzimmer gefunden, der sich am Dienstagabend bei ihrem Arbeitgeber in Hamburg nach einer gewissen Cindy erkundigt hat. Ja und? Wir wissen, dass er vor 2 Monaten in ihrer Table Dance Bar war und dass Sie als Cindy da den Männern mehr anbieten als nur ihre Tanzkünste. Ja, das weiß ich. Er hat sie dort gesehen.
Und als sie ihm hier wieder bei den Weg gelaufen sind, da wurde ihm klar, die junge Mutti, die zwei Häuser weiter ihre Ferienwohnung hat, und die Table-Dancerin Cindy sind ein und dieselbe Person. Was wollen Sie denn eigentlich von mir, hä? Sie möchten in Husum ein neues Leben beginnen und drei Häuser weiter wohnt der Typ, der ihr altes Leben kennt. Und der ist jetzt tot. Und da machen wir uns natürlich so unsere Gedanken. Wussten Sie, dass er eine Insektenstichallergie hat? Ja, Opa Hannes hat sowas erwähnt. Haben Sie die Notfallapotheke von Jakob Nihus sabotiert? Was? Nein, natürlich nicht. Warum sind Sie mit ihm ins Bett gegangen? Fanden Sie ihn so attraktiv? Oder wollten Sie nur Ihre Urlaubskasse aufbessern? Mann, der hat mich gezwungen! Hat er Sie erpresst? Der hat mir einen Deal angeboten. Ein Quickie umsonst und dafür würde in Husum niemand erfahren, was ich beruflich mache. Und darauf haben Sie sich eingelassen? Was blieb mir denn anderes übrig? Sie hätten rein theoretisch auf die Idee kommen können, ihn aus dem Weg zu räumen. Ich habe eine 5-jährige Tochter. Glauben Sie allen Ernstes, dass ich irgendwas machen würde, was mich in den Knast bringt? Wusste Opa Hannes davon? Ja. Warum? Wo steckt der alte Knabe eigentlich? Der ist gerade auf dem Wochenmarkt, seinen Honig verkaufen. Danke. Danke. Ihr haltet Silke Heuer für eine Mörderin? Wir halten sie für eine Frau, die einen Traum hatte. Ein neues Leben für sich und ihre Tochter. Und eigentlich standen ihre Chancen auch ganz gut, bis ihr Nihus in die Quere kam. Sie hatte einen Deal mit ihm. Ja, der hatte nur einen Haken. Nihus musste sich nicht unbedingt an seinen Teil der Abmachung halten. Silke ist unschuldig. Woher wissen wir das? Ich war's. Ja, ich war's. Meine Frau ist vor 10 Jahren gestorben. Kinder hatten wir keine. Silke ist wie eine Tochter für mich. Und die kleine Dörte, das zum ersten Mal in meinem Leben, hatte ich sowas wie eine Familie. Und als dann Silke zu mir kam und ihr erzählte, dass dieser Nihus sie erpressen will, schon habe ich diesem Swinjak meine Bienen auf den Hals gehetzt. So war das. War das jetzt ein Geständnis? Tja, ja, wie hat es denn geklungen? Wie ein Geständnis? Ja, dann war es wohl eins. Könnt ihr mir vielleicht einen guten Rechtsanwalt empfehlen? Herr Gutzeit, wie kamen Sie denn an die Medikamente von Herrn Nihus? Die Medikamente, die habe ich... Ich möchte jetzt in meine Zelle. Hannes, wenn du bei uns in die Zelle willst, musst du dir ein bisschen mehr Mühe geben. Wollen Sie Frau Hoyer decken? Ach, Mumpitz, ich weiß. Die Handgelenktasche. Das Cortisonfläschchen. Leer? Leer. Na, Herr Gutzeit, dann wollen wir mal. Hannes. Kräuterblühen. Der Heideduft steigt in die blaue Sommerluft. Laufkäfer huschen durchs Gesträuch in ihren goldenen Panzerröckchen. Die Bienen hängen Zweig um Zweig. Sich an der Edelheideglöckchen. Theodor Storm? Husums großer Sohn. Wie kommen Sie dazu, Fräulein Hoge? Jon und Nora haben Opa Hannes vom Markt direkt hergebracht. Deshalb hat er noch seinen Honig dabei. Ach, und da denken Sie gleich an mich. Raik und ich haben auch ein Glas genommen. Und wenn wir alle etwas nehmen, stellt sich gar nicht mehr die Frage, ob das vielleicht bestechlich ist. Verstehe. Sie denken aber auch an Hans, Fräulein Hoge. So. Mittwochnachmittag. Jakob Nihus war in der Apotheke. Jetzt sitzt er auf seiner Terrasse und befreit die Medikamente von ihren Verpackungen. Was ja auch durchaus sinnvoll ist, weil er im Notfall in sekundenschnelle Zugriff haben muss auf das Spray und auf die Trinklösung. Sie kommen den Gartenzaun entlang. Nihus lädt sie auf einen Kaffee ein. Er bietet ihnen einen Deal an. Sein Stillschweigen gegen eine schnelle Nummer. Eiskalte Erpressung. Ich war kopflos. Er hat mich total überrumpelt. Das wissen wir, Frau Hoyer. Wie lange waren Sie in dem Haus? Höchstens 10 Minuten. Und wo war Ihre Tochter währenddessen? Die war hier im Garten. Dörte, nein, lass das.
Wir haben auf dem Cortison-Fläschchen Fingerabdrücke gefunden. Fingerabdrücke von einem Kind. Was? Sie dürfen sich keine Vorwürfe machen. Es war ein Unfall, den sich Nihus selbst zuzuschreiben hat. Ihre Tochter wird davon nie etwas erfahren. Na? Picknick mit Kim. Und ihr zwei Hübschen? Stell dir vor, Ion, Frau Neubauer hat dafür gesorgt, dass ich doch noch zu meinem Tannensprung komme. Ja, obwohl ich aus Versehen meinen Gutschein zerschreddert habe. Und weißt du, wer mein speziell für das Tannenspringen geprüfter und lizenzierter Sprunglehrer ist? Nein. Ist er echt? Quatsch, hab ich mir zu Hause am Computer gebastelt. Wie bitte? War ein Scherz, Chef. Ich muss noch mal aufs Klo. Ihre 10 Euro. Sehr gerne. Danke. Also gut, Nora, damit Sie nicht vor Neugier platzen. Vor ein paar Jahren habe ich auf einem deutsch-dänischen Polizeitreffen einen sehr netten Kollegen aus Sonderborg kennengelernt. Und sein Name ist Kim Larsson. Kim ist ja auch ein Männername. Klar. In Dänemark zum Beispiel. In Korea auch. Kim Il-sung, Kim Jong-il. Erleichtert? Was? Worüber denn? Darüber, dass ich treu wie Gold bin. Wenn schon. Mir hat Ihre Freundin leid getan. Um meine Freundin geht's dir doch gar nicht. Ach. Und wie sieht's aus? Lust auf ein Bier zu dritt? Also ich meine, nachdem Sie den Chef aus dem Flugzeug geworfen haben. Warum nicht? Schön. Kim! Alter, Däne. Jetzt freu mich, dich zu sehen. Ach, komm.